Wir haben in dieser Sitzungswoche drei große Vorhaben. Einmal wird die Bundeskanzlerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung über die jetzt anstehenden internationalen und europäischen Gipfel sprechen. Wir verabschieden den Nachtragshaushalt, mit dem wir auch schon auf die Steuerschätzung reagieren. Und wir verabschieden ein Gesetz zur Tarifeinheit. Von diesem Gesetz erwarten einige, dass es die im Augenblick bestehenden Konflikte bei der Bahn löst. Das kann dieses Gesetz aber nicht erreichen. Da das Gesetz nicht in das Streikrecht eingreift, können wir auch für bestehende Tarifkonflikte keine Lösung bieten. Wenn Herr Biselski behauptet, dass das Gesetz zur Tarifeinheit ein Grund für ihn zum Streik sei, ist es nicht zutreffend. Für die Zukunft kann es bedeuten, dass kleinere Gewerkschaften es schwerer haben, Tarifforderungen umzusetzen. Es ist allerdings auch sicher ein Ziel, dass die atomisierte Welt der Arbeitswelt ein bisschen wieder zusammengeführt wird. An diesen Beispielen können Sie erkennen, dass die Große Koalition handlungsfähig ist und dass sie auch große Aufgaben voranbringt. Wir hören ja auch, dass man in der Bundesregierung überlegt, wie man nun mit den Fragen um den Nachrichtendienst BND umgehen will. Ich bleibe dabei, dass es die Aufgabe einer Regierung ist, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen in diesem Land, so gut es geht, zu garantieren. Und beim international vernetzten Terrorismus müssen auch die Nachrichtendienste der verschiedenen Länder zusammenarbeiten. Einer allein kann dieses nicht schaffen. Natürlich müssen die Nachrichtendienste kontrolliert werden. Und es ist die Frage, ob dies im parlamentarischen Kontrollgremium ausgiebig geschehen kann, auch ausreichend geschehen kann. Darüber werden wir uns in der Koalition, in den Koalitionsfraktionen nach der Pfingstpause ausführlich unterhalten. Auch da sehen Sie, kommen wir hundertprozentig voran. Wir haben noch keine endgültigen Vorstellungen, wie das aussehen soll. Da müssen wir uns noch sehr intensiv darüber unterhalten. Es wird eine totale demokratische Kontrolle gar nie geben können. Denn das würde bedeuten, dass es ja im Plenum des Deutschen Bundestages behandelt werden müsste. Aber da müssen immer stellvertretend Kolleginnen und Kollegen sein, die diese Aufgabe wahrnehmen, weil ja auch da Dinge geheim sind. Das Parlament muss sich schon auch fragen, ob es dieser Aufgabe gewachsen ist. Wenn man es als genetisch bedingt betrachtet, dass wenn Abgeordnete mit geheimen Dingen in Berührung kommen, sie dann auf einmal nicht mehr geheim sind, sondern durchgestochen werden, ist es kein gutes keine gute Voraussetzung für die Kontrolle durch ein Parlament. Ja, wir hatten durch die Aktivitäten unseres Koalitionspartners schon schwierige Tage, keine Frage. Das hat natürlich auch das Koalitionsklima etwas betroffen. Wenn so schrille Töne aus der Parteizentrale der SPD kommen, dass man im Augenblick überlegt, ob die jetzt in der Opposition sind oder in der Regierungskoalition. Aber das hat sich jetzt ja auch wieder etwas beruhigt. Ich kann nur sagen, das gibt es in der Koalition, hat es in der letzten unserer Wunschkoalition mit der FDP auch gegeben. Aber wir sind uns einig, dass wir in diesen auch schwierigen Zeiten dem Land eine gute Regierung stellen müssen. Das ist unsere Aufgabe und da sehe ich auch die Voraussetzungen dafür. Und dafür werden wir auch in dieser Sitzungswoche Nachweise abliefern. Zum BND noch. Ich halte es für völlig normal und richtig, dass wir zunächst das Beratungsverfahren mit den Vereinigten Staaten durchführen. Wenn die Antwort vorliegt, muss dann die Bundesregierung das bewerten, nicht wie der ein oder andere
die ein oder andere aus der Parteizentrale der SPD sagt, das Kanzleramt, die Bundesregierung muss dann beurteilen, was geschieht. Und da bin ich dann natürlich schon auch daran interessiert, was der Parteivorsitzende, Vizekanzler, aber auch der Außenminister, der ja für die internationale Zusammenarbeit auch zuständig ist, dann zu welchen Bewertungen sie kommen. Herzlichen Dank.